Hallo und herzlich willkommen, Sportsfans auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 21 zur DEL-Season mit den Eistigern aus Nürnberg. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ist seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem Sieg gegen Krefeld versuchen wir heute gegen den Tabellenzweiten, gegen die Adlern aus Mannheim, auch einen Sieg davonzutragen. Mal schauen mal, ob uns dies gelingen wird. Wir haben überhaupt keine Vorteile auf unserer Seite. Die Mannheimer haben die kompletten Vorteile auf ihrer Seite plus das Heimspiel und somit auch die gesamte Fanbase in ihren Rücken. Aber wir werden uns doch nicht unterkriegen lassen, oder? Wie macht der Tiger? Miau! Ah, nein, das macht die Katze. Scherz. Ja, was wir können wissen, wie ich das alles meine. So, Fox ist am Pulli. Gewinnt das Bulli auf Nimbus? Nimbus. Uiuiui. Brown. Fox. Palette, oder? Palette, ja, spricht man schon so aus, glaube ich schon. Und er macht das Tor am heutigen Abend, das erste. Blake Radisson. Blake. So, Fox verliert das Bulli. Ich spiele im Schwierigkeits-, also KI-Schwierigkeit 2, falls das jemand sich fragen sollte. Halbprofi. Brown. Und ja, ich habe eine eigentümliche Spielart. So, David Wolf. Mein Lieblingsspieler aus Nürnberg. Man muss es erwähnen. Man muss es erwähnen. Und ich sage euch auch, warum. Jetzt lasst mich wohl schnell den Puck holen. Weil bei Olympia David Wolf den Kanadiern eine Kampfansage gemacht hat, nachdem das ein Aus vom Eis in die Kabine ausgebracht haben und dann ist er wieder zurückgekommen. Und damit war das eine Kampfansage an Kanada. Und Ausgleich für Mannheim. Soda. Aber immer das schon denkt, dass gegen Mannheim nicht so leicht wird wie gegen Krefeld. Behinderung. Ich finde ja, das finde ich dahinter hinten richtig geil. Strafing, Behinderung, Haken. Das haben sie auch gut gemacht, das wollte ich schon im letzten Spiel sagen, gell, aber es sind so viele kleine Details bei dem Spiel, was
gut gemacht sind. Der Eisenschmied. Ja, liebe Sportsfreunde, ich habe auch mal mit Nürnberg ein Let's Play gemacht. Und zwar das Let's Play, was nie fertig geworden ist, wegen Corona. Wo mich auch nicht mein Kopf lassen hat damals. Da wo ich gesagt habe, es gibt keinen deutschen Meister, also gibt es auch bei mir in den Let's Plays keinen deutschen Meister. Deswegen war mir ja das wichtig mit Straubing, mit der Champions Hockey League. Liebe Straubinger Fans, die was dazu schauen, mir hat wirklich damals das Herz geblutet, wo sich das genommen haben, die Champions Hockey League. Da hat mein Sportlerherz mit Ink mitgeblutet. So, zweites, drittes, meine lieben Sportsfreunde. Auf geht's. Auf geht's. Ich merke schon wieder, ich rede zu viel Dialekt. Und wahrscheinlich auch viel zu schnell. Wenn das ist ein paar davor sitzen und sagen, was? 3 zu 1. Ein bisschen weniger Quatsch nicht spielen, jetzt mehr konzentrieren. Oh, der Eisenschmied. Der Eisenschmied war es wieder. So. Ah, sie haben die Tore verteidigen, sind halt alles auf ihrer Seite. Da müssen wir dagegen halten. Das finde ich genauso was wie das finde ich auch cool. Friedrich. Aber wir könnten noch aufholen. Wir könnten noch aufholen. Bullis haben jetzt 4-4. Kim Friedrich holen. Also nicht nur seit letzter Saison tut man das mit den Nürnberger an Kopf voneinander schwören, ein Projekt, sondern schon ein bisschen länger. Weil ich mir das damals ja schon in der, wo ich ins Stadion gegangen bin, überlegt, wo ich den, da Friedrich, 67, macht den Anschlusstreffer. Da Marco Friedrich. Wo es das Halleluja-Spiel gegeben hat.
Da ist eigentlich das erste Mal schon der Gedanke gekommen, du musst ein Let's Play für Nürnberg machen. Du musst. Aber das ist einfach dann so viele Ideen und so viel Zeug habe ich in meinem schwarzen Buch immer steht, dass dann erst, na gut, jetzt dazu gekommen ist. Aber für alles sage ich aber jetzt mal, meine Schüler, gell, muss die Zeit reif sein. Wenn wir es in die Overtime schaffen, schaffen wir es in die Overtime. Wie dir zu mir sagen, ist jetzt auch nicht so das große Problem. Mimbus. Aber wir haben ja noch ein Drittel. Wir haben noch ein Drittel, das wir ausgleichen. Funktioniert, David Wolf hat den Puck. Eisenschmied ist gefährlich. Und jetzt haben wir einen Mann weniger am Eis wegen Beinstellen. Jetzt ein Mimbus. Mimbus. Mimbus, so heißt es. Mimbus. Mimbus. Oliver, glaube ich, euer Pass. Ne? Irgendwas mit O habe ich gelesen. Ah, ja, super, aber er kriegt nur dann. Also der Rhein. Tor. Da rein, Tor. Jawohl! Und schießt den Ausgleich. Rein, Tor. Ey, also vom Bild her schaut aus, als wir schauen wir schnell her. Oder ne? Ich weiß nicht. Es ist nichts Negatives. Bitte Gosche, es ist jetzt nichts Negatives, es ist jetzt eher mehr so. Ich glaube nämlich, dass er privat cool ist, okay ist. Also ich glaube nämlich, dass er ganz ein ruhiger Typ ist, also von Bild her da ich eher so nachdenklich. Aber jetzt gerade vom Bild her, das ist der erste Gedanke, was mir gekommen ist. Da ist auch wieder Rhinestore. Ah.
Ah, jetzt hat es der David Wolf gemacht. Zweites Tor am heutigen Abend. Ein zweites Tor in der Season, sollte ich sagen. David Wolf, das ist auch eine gute Ankündigung. Ah, sind wir zu langsam gewesen. Da sind wir eindeutig zu langsam gewesen. Das war eine gute Chance gewesen für uns. So, Oliver, komm schon. Da, also, momentan heißt er halt einfach Oliver. Vielleicht heißt er tatsächlich Oliver, keine Ahnung. Irgendwas mit O heißt er halt. Und irgendwas mit V ist drin gewesen im Namen. Nicht. Will man nicht haben in Mannheim, dass Nürnberg ein Tor schießt. Man will es nicht. Fox, Kim, will uns das Bulli. Wir brauchen jetzt nur ein Last-Minute-Tor. Ein Last-Minute-Tor brauchen wir jetzt noch. Dann darf man uns nämlich in die Overtime retten. Ich habe einen Schüler, der schaut gern ein bisschen gleich. Ich bin aber Vorlehrer in Tirol, gell? Ich bin dann wirklich ein Schüler, der schaut den Krämer. Auf den ersten Blick habe ich jetzt gemeint, hä? Mein Schüler? Aber es gibt so Zufälle, gell? Das sehen wir gerade nicht, ja? Mein Schüler. So, Friedrich. Also bis Ende der Saison werde ich die ganzen Namen schon drauf haben. Hoffe ich halt einmal. Unser Nummer 17, der Reimer. Der Patrick. Oh, das war jetzt geil gewesen, so wirklich ein Last-Last-Minute-Tor. Das war jetzt cool gewesen. Aber wir können gut mithalten.
Leider aber die Niederlage mit 4:5. Aber es ist erst das zweite Spiel der offiziellen Season, meine lieben Sportsfreunde und drinnen. Aber es war gut. Es war gut gespielt. Wir haben mit Mannheim mithalten können, meiner Meinung nach. Ich will gleich ein Foto machen. Und dann heute in der Vorstunde, ich glaube heute oder morgen habe ich, dann werde ich es am Sagen sein, wann spielst du bei Mannheim? Zwei Stars für Mannheim. Kriegen wir Nürnberg auch an, bitte? Nein, kriegen wir keinen. Wir kriegen keinen Star. Gemeinheit. So, da. Wo landet man denn in der Tabelle? Auf dem 11. Platz. Auf dem 11. Platz. Dann skippen wir uns nach vorn. Auf zum 17. September. Dieselbe Scheiße, wenn das Release-Datum anders ist, als wir, wenn der Start der Season ist. So, mit Nürnberg hätte ich jetzt schon anfangen können, aber wir haben ja auch ein neues Team drin, dann ist es aber blöd. Okay, Mannheim ist auf Platz 1, Straubing auf 2, Iserlohn auf der 3, München auf der 4, Berlin auf der 5, die Fischtauners aus Bremerhaven auf der 6, die Wolfsburger sind auf der 7, Ingolstadt auf der 8, Binningheim Wieso komme ich auf Binningheim? Bietingheim. Bietigheim. Bietigheim. Ja, egal. Ist auf der 9. 10 ist Augsburg. 11 sind wir. Nürnberg. 12 sind die Kölner. Auf der 13 Düsseldorf, jetzt komme ich ganz gut durcheinander. Auf der 14 ist Krefeld und auf dem letzten Platz ist Schwenningen. So. Neun Topstorger ist unser Nummer 78. Der Nikolas Welsch. Aber na gut, meine lieben Sportsfreunde, das war's für diesen Spieltag. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus der DEL mit den Eistigern aus Nürnberg weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Formen getrennt, in der Sache vereint, Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du draußen doch hoffentlich, ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin, und man kann doch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.